Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen verboten. So lautet Artikel 4 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels, im Zuge dessen 12,5 Millionen Menschen aus Afrika verschleppt und versklavt wurden, ist nur einer der Aspekte, die im Atlas der Versklavung skizziert werden. Denn das Problem ist hochaktuell. Schätzungen zufolge sind heute weltweit mindestens 40 Millionen Menschen Opfer verschiedener Formen von moderner Sklaverei. Spuren davon finden sich in vielen alltäglichen Produkten. Der Atlas der Versklavung bietet einen Überblick über die vielen Zwangs- und Ausbeutungspraktiken in der globalen, legalen und illegalen Wirtschaft. In übersichtlichen Kapiteln werden Faktoren untersucht, die moderne Versklavung begünstigen, wie unverantwortliche Beschaffungspraktiken in den globalen Lieferketten, restriktive Grenzpolitik und Armut. Und er zeigt, wie Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder Staatsangehörigkeit, Ausbeutung den Weg bereiten. Anhand konkreter Beispiele beschreibt der Atlas die Gesichter der modernen Sklaverei. Wie in der kommerziellen Fischerei, wo sie sich oft in Gestalt von Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft zeigt. Gerade in internationalen Gewässern gestalten sich Kontrollen schwierig. Der Atlas untersucht, hinter welchen Schiffsflaggen besonders oft ausbeuterische Arbeitsverhältnisse vermutet werden und benennt Zusammenhänge. Die Arbeitskräfte dort berichten über Formen der modernen Sklaverei, wie sie in vielen Wirtschaftszweigen angewendet werden. Dazu gehören verweigerte Lohnzahlungen, überlange Arbeitszeiten, Entzug von Ausweispapieren, psychische, physische und sexuelle Gewalt sowie die Drohung mit Abschiebung. Der Atlas markiert übersichtlich die Schwierigkeiten, denen verschiedene AkteurInnen im Kampf gegen die moderne Sklaverei gegenüberstehen, lässt aber auch die wichtigen Kämpfe gegen die Sklavenhalterschaft nicht außer Acht. Damit leistet der Atlas der Versklavung einen wichtigen Beitrag, um das Thema im politischen Diskurs weiter nach oben zu rücken. Bestellen Sie Ihr Exemplar oder laden Sie es auf unserer Website herunter.